Hallo und einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie sich dazugeschaltet haben. Heute geht es um das Thema Ertragssteigerung. Wie kann ich mehr Ertrag, mehr Gewinne erzielen? Und vielleicht sagen Sie sofort, das haben schon so viele versprochen. So oft war es schon Thema, bitte nicht schon wieder. Aber Sie werden heute ein paar ungewöhnliche Beispiele hören, da bin ich mir sicher. Deshalb bleiben Sie dran, denn sonst verpassen Sie was, da gehe ich fest von aus. Ertrag ist ein schönes Wort, das eigentlich aus der Landwirtschaft kommt. Dort ist damit die Ernte gemeint, beziehungsweise die Einfuhr pro Hektar. Das kann man sich auch viel besser bildlich vorstellen. Unser Ziel ist es also, Ihre Ernte zu vergrößern. Aber Ertragssteigerung heißt nicht nur Verbesserung der Vertriebszahlen, das werde ich Ihnen heute zeigen. Wie machen wir das? Wir erkennen die verborgenen Talente der Mitarbeiter, wir erhöhen die Leistungsfähigkeit der Mannschaft durch Löschung von inneren Blockaden. Wir identifizieren die latenten Leistungsverweigerer und entwickeln sie zu Leistungsträgern. Wir machen aus lustlosen Mitarbeitern, die innerlich gekündigt haben, engagierte Namen, engagierte Mitarbeiter. Mein Name ist Harald G. Butzko, ich bin Inhaber der Butzko Consult und unser Slogan lautet seit 1987 Spezialist für das menschliche Unternehmen. Seit 25 Jahren gehen wir ungewöhnliche Wege, um Unternehmen besser zu machen. Und das für mich beeindruckendste und ungewöhnlichste Beispiel zeige ich Ihnen heute am Schluss. Sie werden staunen. Beginnen wir mit einem Beispiel aus dem Vertrieb. Warum Vertrieb? Weil das Verkaufen das Wichtigste in unserer Welt ist. Jetzt sagen Sie vielleicht, was will der mir da erzählen? Es gibt doch viel Wichtigeres. Das stimmt sicherlich. Aber bezogen auf unser Gemeinwesen gibt es nichts Wichtigeres als das Verkaufen. Schauen Sie mal. Ganz egal, an welcher Stelle Sie in einem Unternehmen sitzen, wer bezahlt letztendlich die Gehälter? Es sind die Kunden, die ihre Dienstleistungen oder Waren kaufen und davon werden dann auch Steuern bezahlt. Und von diesen Steuern werden Richter, Lehrer, Kindergärtnerinnen, Ärzte und so weiter und so fort bezahlt. Alle in unserem Gemeinwesen hängen vom Verkaufen ab. Und deshalb hat der Verkäufer die wichtigste Funktion im Unternehmen. Und deshalb sind alle Maßnahmen, um den Verkauf anzukurbeln, Premium-Maßnahmen. Und sicher kennen Sie eine Reihe von Maßnahmen in Ihrem Unternehmen, was alles schon versucht wurde, um Mitarbeiter im Verkauf besser zu machen. Und haben Sie nach einer Weile nicht auch festgestellt, es schläft wieder ein? Wissen Sie, was dafür verantwortlich ist? Sind Sie schon mal mit angezogener Handbremse gefahren? Vielen ist das schon widerfahren. Wenn man es bemerkt und dann die Handbremse löst, geht es sofort mit einem Schub den Berg hinauf. Aber es geht nicht nur schneller, sondern man spart auch noch Sprit. Wussten Sie, dass 4 von 5 Mitarbeitern, nicht nur im Vertrieb, sondern generell alle Mitarbeiter in einem Unternehmen mit angezogener Handbremse fahren? 4 von 5. 4 von 5. Das meine ich jetzt natürlich im übertragenen Sinne. 4 von 5 Mitarbeitern haben eine innere Handbremse. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, nur mal so ins Blaue gedacht. Drei oder zwei von diesen Vieren lösen die Handbremse. Wie viel Power und Energie würde dadurch entstehen? Den meisten Mitarbeitern ist gar nicht bewusst, dass sie mit einer angezogenen Handbremse durchs Leben laufen. Eine Langzeitstudie mit über 500.000 Probanden, die über ein Jahrzehnt stattgefunden hat, in ganz unterschiedlichen Unternehmen, zeigt tatsächlich, 80% aller Mitarbeiter haben innere Blockaden. Manchmal sind die Blockaden nur klein, aber manchmal auch riesengroß. Auf unser Beispiel übertragen heißt das, manch einer läuft mit einer ganz stark angezogenen Handbremse durchs Leben und manch einer nur mit leicht angezogener Handbremse. Diese Mitarbeiter leisten nicht das, was sie zu leisten imstande wären. Die meisten von denen ist es gar nicht bewusst, dass sie ihre Handbremse angezogen haben. Was hat das mit unserem Thema Ertragssteigerung zu tun? Das liegt doch auf der Hand. Wenn die Vertriebsmitarbeiter alle die inneren Handbremsen lösen, dann ist dadurch ein Energiesprung möglich und Leistung, von denen man bisher kaum zu träumen gewagt hat. Nur, wie erkennt man, welche Blockaden vorhanden sind?
Ganz einfach. Wir haben ein Analyse-Tool, mit dem die inneren Blockaden der Mitarbeiter zielsicher erkannt werden können. Da bleiben wir aber nicht stehen. Der nächste Schritt ist aufzuzeigen, wie die Handbremse gelöst werden kann. Dass wir das können, hat eine wissenschaftliche Studie gezeigt, die von der Rheinischen Fachhochschule in Köln bei einem unserer Kunden, einem DAX 30 Unternehmen, durchgeführt wurde. Aber was ebenfalls ganz wichtig ist und was Sie unbedingt erfahren sollten, unser Vorgehen ist wirklich nachhaltig. Denn wenn Mitarbeiter und Führungskräfte, wie in diesem Fall, noch 5 Jahre nach Abschluss der Maßnahme in dieser Studie sagen, das hat uns wirklich weitergebracht, dann war das mit Sicherheit erfolgreich. Sie können mich jetzt jederzeit anrufen und wir machen einen Testlauf, sodass Sie sich mit eigenen Augen davon überzeugen können, wie mächtig dieses Konzept ist. Dieses Beispiel ist aus dem Backoffice einer großen Versicherung, also die Mannschaft, die aktiv wird, wenn der Vertrieb Abschlüsse getätigt hat, die Mannschaft, die den Kontakt zum Kunden hält, die Policen bearbeitet und im Schadensfall Ansprechpartner ist. Auch dort können Sie Erträge steigern oder auch Geld verlieren. In diesem Fall war es so, dass die Rechtsanwaltskosten mittlerweile in die Millionen gingen, weil sich die Kunden nicht nur gut behandelt fühlten, das fing bereits am Telefon an. Die Kunden fühlten sich nicht ernst genommen und abgebügelt und hatten schließlich die Nase voll und übergaben den ganzen Vorgang einem Rechtsanwalt. Mit den Folgen, dass die Kosten in astronomische Höhe gingen. Durch den ständigen Kontakt mit den Rechtsanwälten hatten sich die Mitarbeiter dieser Versicherung einen Schreibstil angeeignet, den sie auch bei den Kunden beibehielten. Das führte dazu, dass die Kunden, die man durch die Telefonate noch nicht verärgert hatte, nun aufgrund des Juristendeutsches, man sieht schon, wie schwierig dieses Wort ist, nichts verstanden und wiederum einen Rechtsanwalt beauftragten. Was war die Lösung? Ganz einfach. Den Mitarbeitern beizubringen, wie man menschlich, freundlich, hilfsbereit und verbindlich mit den Kunden telefoniert, außerdem verbindliche Briefe schreibt und dennoch erfolgreich im Sinne des Unternehmens handelt. Ganz wichtig war, dass wir Berater nicht als die Besserwisser aufgetreten sind, sondern die Mitarbeiter und Führungskräfte in die Konzeptplanung mit einbezogen haben. Außerdem war es wichtig, in diesem Prozess die Führungskräfte als Coaches für ihre Mitarbeiter auszubilden. Am Ende gab es nur Gewinner, die Kunden, die Mitarbeiter und Führungskräfte und das Management, das sich über Einsparungen in Millionenhöhe an Rechtsanwaltskosten freuen konnte. Sie sehen, auch auf diese Weise kann man die Erträge steigern und das nachhaltig, weil die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu fortdauernden Einsparungen geführt haben. Wichtig ist bei unseren Maßnahmen immer, dass es zu einer Nachhaltigkeit kommt. Wissen Sie, wie das am besten möglich ist? Indem sich die Führungskräfte verändern, eine andere Haltung gegenüber den Mitarbeitern einnehmen. Wenn man die Führungskräfte begeistert, hat man das Unternehmen nachhaltig verändert. Und deshalb beziehen wir bei allen unseren Maßnahmen die Führungskräfte mit ein. Wussten Sie, dass im Durchschnitt 25 von 100 Mitarbeitern innerlich gekündigt haben? Das sind Mitarbeiter, die jeden Morgen nur mit Mühe aus den Federn kommen, die zum Teil Herzrasen haben, wenn es zur Arbeit geht. Mitarbeiter, die Geld bekommen, es aber nicht verdienen. Mitarbeiter, die mit ihrer inneren Haltung andere noch anstecken. Für diese Mitarbeiter ist es aber ein einziges Drama. Sie fühlen sich unwohl und fehl am Platz. Tag für Tag haben sie statt Spaß an der Arbeit nur Frust. Zumeist bringen sie deshalb für das Geld, das sie bekommen, keine wirkliche Gegenleistung. Nein, sie verursachen häufig Zusatzkosten. Diese Mitarbeiter leiden selbst oft am stärksten unter dieser Situation und drehen sich in eine gefühlsmäßige Abwärtsspirale. Vielleicht sagen Sie jetzt, in meinem Betrieb sieht das ganz anders aus. Das mag gut sein, dass Sie anders dastehen. Aber rein statistisch sind es 25% der Mitarbeiter, die innerlich gekündigt haben, bestätigt durch Langzeitstudien. Und ich kann Ihnen hier jetzt sagen, ich bin in vielen Gesprächen die Situation mit den Verantwortlichen in den Betrieben durchgegangen und manchmal waren die Zahlen noch erschreckender. Mir geht es hier nicht darum, diese Mitarbeiter an den Pranger zu stellen. Es geht mir darum, deutlich zu machen, dass es Möglichkeiten gibt, diese Mitarbeiter wieder zu neuen Mut, Engagement und Power, dass diese Mitarbeiter wieder neuen Mut und Power entwickeln, zum Wohle des gesamten Unternehmens. Wussten Sie, dass rein rechnerisch pro 100 Mitarbeiter einem Unternehmen etwa 1,5 Millionen Euro verloren gehen, pro Jahr, Jahr für Jahr 1,5 Millionen Euro. Das muss man sich mal vor Augen führen.
Was würde wohl passieren, wenn es gelingt, nur die Hälfte dieser Mutlosen, die innerlich oft schon lange gekündigt haben, wieder zu Engagement und Power zu verhelfen? Was würde es für Ihr Unternehmen bedeuten, wenn ein Teil dieser Unengagierten wieder zu alter Kraft und Stärke käme? Wenn sie wieder mit Freude zur Arbeit kämen? Das gesamte Unternehmen würde plötzlich einen Schub bekommen und mit mehr Leidenschaft und Engagement wirken. Sie sehen, Ertragssteigerungen sind nicht nur durch eine Verbesserung der Vertriebsmannschaft machbar. Wenn Sie möchten, dass ich auch Ihnen behilflich bin, mehr Leistung, mehr Energie, mehr Power zu entwickeln, dann rufen Sie mich an oder schreiben mir eine E-Mail. Nur wenn die Menschen wirklich mitziehen, sich engagieren, ist ein Unternehmen wirklich erfolgreich. Wie man das macht, habe ich mit meinem Team in vielen Projekten bewiesen. Jetzt liegt es bei Ihnen. Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. Tun. Wenn Sie möchten, dass ich Ihre Anfrage persönlich beantworte, dann bitte an meine persönliche Internetadresse harald@butzko.de. Falls Sie noch Interesse haben, so hören Sie mir noch einen Augenblick zu. Ich hatte versprochen, ganz zum Schluss noch ein besonderes Beispiel zu bringen. Es ist ein ungewöhnliches Beispiel, weil es aus dem Bergbau stammt. Was war die Ausgangslage? Der Bergbau ist eine gefährliche Branche und deshalb müssen auch riesige Summen, Millionen an die Berufsgenossenschaft gezahlt werden.